Hallo und schön, dass du wieder vorbeischaust. Ich bin Anne, ich bin Kindheitspädagogin und heute geht es um ein ganz wichtiges Thema, nämlich der Selbstreflexion. Und weil dieses Thema so wichtig ist, werde ich mehrere Videos noch dazu aufnehmen, also 3 Stück an der Zahl, weil es wirklich ein ganz wertvolles Thema ist für dich, für die Beziehung zu deinem Kind, zu deinem Partner, zu deinen Mitmenschen, zu deiner Familie. Eigentlich ist das das A und O für ein wirklich bewusstes Leben. Und heute geht es erstmal darum, was ist denn Selbstreflexion? Wo hat es mir vielleicht schon geholfen? Und wo hat es dir schon geholfen? Also wenn du auch da Erfahrungsberichte ja, erzählen möchtest, dann freue ich mich, wenn du etwas in den Kommentaren schreibst. Und ja, und bleib auf jeden Fall bis zum Schluss dran, weil da gibt es nochmal ein paar Tipps von mir, wie es denn, ja, wie man denn selbstreflektiert werden kann. Ja, vorab erstmal vielleicht Selbstreflexion. Was ist das? Also ich sage dir jetzt erstmal kurz, wie ich es sehe. Selbstreflexion hat etwas mit Bewusstwerdung zu tun, mit der Überprüfung des eigenen Handelns und der eigenen Verhaltensweisen. So sehe ich das. Es gibt natürlich auch ja, Definitionen, die du im Internet findest. Ich habe mal jetzt eine ganz vertrauensvolle Quelle wie Wikipedia genommen und wollte dir das einfach nur mal sagen, vorlesen, was dort steht. Wikipedia schreibt, Selbstreflexion bezeichnet die Fähigkeit, über sich selbst nachzudenken. Das bedeutet, sein Denken, Fühlen und Handeln zu analysieren und zu hinterfragen, mit dem Ziel, mehr über sich selbst herauszufinden. Genau, das sagt Wikipedia, würde ich tatsächlich auch eigentlich so unterschreiben. Und warum ist Selbstreflexion so wichtig? Also, Selbstreflexion sollte eigentlich aus meiner Sicht in jedem Leben eine große Rolle spielen, weil nur wenn wir uns selbst reflektieren, also wenn wir unser Handeln, unser Fühlen da nochmal hingucken, da nochmal drauf schauen, in der Nachsicht, vielleicht aber auch, wenn du schon sehr geübt bist, in einem Moment selbst, also zum Beispiel in einem Konflikt selbst, um ein anderes Handeln zu bewirken oder um ein anderes Resultat zu bewirken. Weil ganz häufig ist es so, dass wir sehr unbewusst leben, also allgemein, wir Menschen, wir leben zu 95% sehr unbewusst, gehen einfach unserem Alltag, unserer Routine nach. Na, haben so unsere Abläufe, unsere Routinen und dann gehen wir abends schlafen und stehen morgens wieder auf und irgendwie plätschert häufig das Leben irgendwie so vor sich her. Es ist allerdings mal ganz wichtig, einfach auch mal zurückzugucken und zu schauen, okay, wie war denn heute mein Tag, was ist denn so passiert, damit man in herausfordernden Momenten einfach entspanntere und ruhigere und bewusstere Wege gehen kann, um so mit den Mitmenschen einfach eine bessere Verbindung herzustellen. Eigentlich kann man das so sagen, ohne Selbstreflexion gibt es keine Bewusstwerdung. Und ohne Bewusstwerdung gibt es weiterhin Streit, Konflikte und jeder ist so in seinem Ego drin und jeder möchte Recht behalten und somit gibt es kein friedliches Miteinander. Also ohne Selbstreflexion ist es auch so, dass wenn wir nicht selbst reflektieren, wenn wir uns unserer selbst nicht bewusst wären und das Verhalten der anderen Menschen nicht bewusst wären, dann geben wir eigentlich den gleichen Mist, der uns passiert ist, der uns nicht gut tat, den geben wir weiter. Oder wir können nicht frei entscheiden, um zu sagen, oh, das fand ich damals richtig gut, meine Freundin hat das so und so gemacht, meine Mama hat das so und so gemacht und dieses Verhalten oder diesen Gedanken oder dieses Gefühl, das möchte ich weitergeben der nächsten Generation oder meinen Mitmenschen. Wenn wir noch mal ganz genau in diese Eltern-Kind-Beziehung auch noch mal reinschauen, warum da Reflexion so wichtig ist, wenn du Mama oder Papa bist, wenn du Pädagoge bist, wenn du irgendwie mit Kindern zusammenarbeitest oder beisammen bist. Ohne Selbstreflexion gibt es, wie gesagt, keine Bewusstwerdung. Ohne Bewusstwerdung kann man nicht feinfühlig handeln. Ja, kann man nicht für das Kind ein Ansprechpartner sein, der größer, stärker, weiser und klüger ist. Und somit, wenn wir nicht feinfühlig sind, auf die Signale des Kindes nicht eingehen können, gibt es keine sichere Beziehung, keine sichere Bindung. Und auch da wieder, dann wird sich das von Generation zu Generation so weitertragen, dann werden bestimmte Konflikte weitergegeben, dann werden bestimmte Traumata weitergegeben. Dann werden
bestimmte Anschuldigungen weitergegeben. Ja, also das ist dann eher so ein negativer, es ist eher so ein Teufelskreis. Und mit Selbstreflexion kann man lernen, bewusst hinzugucken, wie war das bei mir damals, was tat mir in meiner Kindheit gut, was tat mir nicht so gut und was möchte ich meinem Kind weitergeben. So, das nochmal in diesem Erziehungs- bzw. Beziehungskontext in der Eltern-Kind-Beziehung nochmal ganz konkret. So, vielleicht nochmal kurz zu, warum mir das so wichtig ist oder wo es mir geholfen hat, einfach zu reflektieren. Also ich bin Tatsache, ich glaube, ich war schon immer ein recht reflektierter Mensch, auch schon so im ja, jungen Erwachsenenalter, sag ich mal, oder auch im Jugendalter, allerdings noch nicht so konkret wie jetzt und auch noch nicht so bewusst. Bei mir wurde es richtig bewusst, als ich studiert habe, angefangen habe zu studieren, dort auf die Bindungstheorie gestoßen bin und dann erstmal verstanden habe, okay, warum sich zum Beispiel meine Eltern so verhalten haben, wie sie sich verhalten haben und warum ich so bin, wie ich bin, beziehungsweise was könnte ich vielleicht auch ändern, was kann ich anders machen. Ja, das hat mir sehr geholfen zu verstehen und durch dieses Verstehen konnte ich auch viel mehr Mitgefühl entwickeln für andere Menschen, für mich, für meine Eltern, für meine Familie. Und das ist einfach unglaublich hilfreich, weil das dann auch wieder eine Verbindung herstellt. Dann hilft es mir total in meiner Beziehung zu meinem Freund, zu meinem Partner, aber auch zu Freunden. Ja, das ist unglaublich wichtig, dass man guckt, auch wenn das manchmal in einer Streitsituation oder in einer Kommunikation, wo man sich irgendwie angegriffen fühlt, auch wenn das manchmal da gar nicht so einfach ist, innezuhalten und ganz entspannt zu bleiben. Also es gelingt mir auch kaum oder sehr selten. aber es ist wichtig, dann irgendwie kurz danach irgendwie nochmal zu reflektieren und hinzuschauen, okay, ja, was war denn jetzt wirklich das Problem? Und wir sind, ich komme auch gleich nochmal zu den Tipps, zu meinen Ideen für dich, wie du Selbstreflexion integrieren kannst für dich oder wie du es überhaupt erstmal lernen kannst. Vielleicht ist es für dich noch was ganz Neues. Ja, also für Beziehungen hilft das ungemein, für Paarbeziehungen, aber auch mit Freundschaften, Familie. Und mir hilft das auch in meiner Arbeit. Also als ich zum Beispiel in der Kita in Berlin mal gearbeitet hatte, da habe ich, das war ein kleines Mädchen, sie war super angepasst, sie war sehr, sehr fürsorglich anderen gegenüber, aber auch sehr, also hat nie widersprochen, war immer lieb, sage ich jetzt mal, war sehr, sehr leise. Und sie hat mich total getriggert. Ich mochte sie, aber sie hat mich irgendwie total getriggert. Und ich dachte mir so, warum ist das denn so? Und dann habe ich erstmal nochmal hingeschaut und dann wurde es mir erstmal bewusst, dass ich mir für sie gewünscht habe, dass sie mehr zur Sprache kommt, dass sie sich mehr, dass sie einfach mehr kommuniziert, ihre Meinung sagt und sich mehr durchsetzt. Und warum war mir das so wichtig? Weil ich in ihr ganz viel von mir wiedergesehen habe, wiedererkannt habe, ja. Und eigentlich habe ich ein Stück weit nicht das Mädchen verurteilt, sondern eigentlich eher mich, ja, weil ich mal gesagt habe, ach, wäre ich mal als Kind einfach ein bisschen rebellischer gewesen und hätte ich mal das und das gemacht und ich hatte da irgendwie, ja, mit Mitte 20 dann irgendwie so, ach, irgendwie ganz viel Wut noch in mir. Weil Reflexion kann Tatsache auch ein Stück weit mal schmerzhaft sein und schwierig sein und anstrengend sein. Das will ich gar nicht behaupten, dass das super easy ist, ja, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. Also dieser Schmerz, der auch häufig nur sehr kurz ist, der ist wirklich, der lohnt sich, sage ich jetzt mal. Ja, also da einfach zu reflektieren in der Arbeit mit den Kindern, weil meistens ist es so, wenn wir irgendwie aus der Haut fahren, dann hat das ja meistens nichts mit dem Kind selbst zu tun, sondern eigentlich immer mit uns. Ja, darum geht es in der Selbstreflexion, weil häufig werden, zeigen Kinder, auch wenn das nicht mehr unsere eigenen Kinder sind, zeigen uns genau das, wo bei uns noch irgendein Schmerz liegt, irgendeine Wunde ist, die noch offen ist, die noch nicht geheilt ist. Und um da dem anderen Kind, ob das jetzt ein eigenes ist oder im beruflichen Kontext, um dem gerecht zu werden, ja, um das Kind jetzt nicht für irgendwas verantwortlich zu machen, weil das ist es ja gar nicht, es ist ja dein Mist oder mein Mist, ja, um das wieder zu sich zu holen und dann zu heilen, weil dann wird es dir in der nächsten Situation, wenn du wieder auf so ein Kind triffst, wirst du schon viel entspannter sein, ja. Dann wirst du schon sehen, ah, okay, ich erinnere mich, es ist wieder ein Kind, was sehr, sehr angepasst ist, was sehr leise ist und
Das ist aber nicht das Kind, was dich gerade triggert oder umtreibt. Das ist noch immer vielleicht ein Anteil, mit dem du immer noch Schwierigkeiten hast und da darfst du immer wieder hingucken. Ja, also Selbstreflexion ist also auch ein Prozess. Das ist häufig nicht so von heute auf morgen getan, sondern das ist etwas, was du gerne auch regelmäßig machen kannst. Und da wäre ich jetzt schon so ein bisschen auch bei meinen Tipps, bei meinen Ideen. Ja, also wenn du jetzt noch nie irgendwie wirklich mal bewusst hingeguckt hast, dann ist das erstmal der erste Schritt, dich dafür zu öffnen. Ja, dich dafür zu öffnen, da mal hinzuschauen, da mal reinzugehen. Weil wenn die Menschen jetzt nicht offen sind dafür, dann, ja, dann wird es auch nicht funktionieren. Und was ganz hilfreich ist, ist Tatsache, jeden Abend einfach nochmal den Tag ein bisschen zu reflektieren. Und wenn du jetzt denkst, so, oh Gott, jeden Abend, das ist viel zu anstrengend, das ist viel zu nervenaufreibend, wie soll ich das machen? Ich habe drei Kinder hier zu Hause und einen Haushalt und eine Arbeit und überhaupt. Reflexion braucht nicht mal wirklich viel Zeit. Ja, also wenn du dir abends 3 bis 5 Minuten Zeit nimmst, um zu gucken, okay, also erstmal, was war heute richtig schön, was hat gut geklappt, worauf bin ich stolz, ja, was war mein Erfolgserlebnis, mit sowas erstmal anzufangen. Und das können schon ganz kleine Sachen sein. Ich war heute spazieren, ich habe mir Zeit für mich genommen, ich habe einen voll leckeren Kuchen gebacken und wie auch immer. Ja, also es sind Kleinigkeiten. Kann auch was Großes sein, kann aber auch was wirklich einfach was Kleines sein, was auch ganz groß ist. Dann, dass du auf jeden Fall für dich mal schaust, okay, was war heute herausfordernd an diesem Tag oder an dem Miteinander mit meinem Kind, mit meinem Partner, mit meiner Kollegin. Und wie habe ich das gelöst, wenn ich es gelöst habe? Ja, wie habe ich das gelöst? Und falls ich es nicht gelöst habe oder noch nicht so ganz, wo ich sage, okay, jetzt bin ich irgendwie, ja, jetzt läuft, finde ich gut, so wie ich es gemacht habe, dass du nochmal hinschaust, okay, wie könnte ich es dann nochmal anders machen? Und dann, dass du die Reflexion nochmal abschließt mit einer Dankbarkeit, dass du sagst, okay, das finde ich einfach nur 3 Punkte sagen, dafür bin ich heute dankbar oder allgemein in meinem Leben dankbar. So, also das kannst du täglich quasi etablieren. Dann kannst du, also vor allem finde dafür auch ein Zeitfenster für dich. Ja? Wenn du sagst, bei mir ist zum Beispiel so, ich bin irgendwie, wenn ich es zu spät des Abends mache, bin ich so müde, habe ich auch keine Lust mehr. Ja, dass man das eher dann auf dem frühen Abend zum Beispiel macht. Dann, wenn du dann schon so merkst, okay, jetzt kommt so die Reflexion, ne? Dir wird dann auffallen, das geht ganz von alleine. Je häufiger du reflektierst am Abend und immer vielleicht auch mal wieder zwischendurch, häufiger das ist, umso leichter wird es dir auch fallen, am Tag mal einfach innezuhalten. Ja, also das wäre dann so schon der nächste Schritt, dass man ja im Alltag, im Tagesgeschehen einfach mal innehält und sagt, okay, ne, vielleicht mal tief durchatmet und sich vielleicht auch immer mal wieder fragt, okay, wie geht es mir gerade und was brauche ich? Ja, das ist Tatsache manchmal nicht so einfach, weil man ist so in seine Strudel drin, aber wie gesagt, das braucht Zeit, Reflexion ist ein Prozess, also gib dir auch Zeit. Ich reflektiere seit Jahren und mir gelingt es trotzdem nicht jeden Tag, da irgendwie mal kurz innezuhalten und mich wieder zu setten und wieder zu, ach ja, Mensch, ja, was brauche ich denn vielleicht jetzt gerade? Um dann, und das ist dann schon fast schon die Königsdisziplin, um dann in Situationen, in herausfordernden Momenten, in einem Streit Ruhe zu bewahren. Ja, also um dann in dem Streit selbst beiseite zu treten und von oben nochmal drauf zu schauen, zu gucken, okay, wie ist das gerade? Das ist echt schon Königsdisziplin. Tatsache, ich kenne jetzt eigentlich keinen persönlich, der das irgendwie super hinbekommt. Ja. Und zu dieser Situation gehe ich auch im nächsten Video einmal ein. Da gehe ich auf ich nenne das einfach immer so, die 4 Kompetenzen der Bewusstwerdung, der Selbstreflexion. Also genau, das würde ich dir nächste Woche oder beim nächsten Video einmal ein bisschen detaillierter schildern. Ja, aber das ist tatsächlich ein Schritt, der großartig wäre, wenn wir alle das könnten. Aber ich glaube, das ist auch, und das muss es ist. Letzten Endes, du musst es ja nicht perfekt machen, ja. Du musst ja nicht in jedem Streit, ach, jetzt hier und dann ist alles gut. Das braucht es ja nicht mal. Ja? Manchmal hilft es ja dann schon nach dem Streit nochmal zu reflektieren, okay, was war da gerade? Was habe ich damit zu tun? Was ist das mit meinem Thema? Was hat das mit meiner Vergangenheit zu tun? Was nervt mich hier gerade oder warum bin ich gerade so traurig? Ja, also das ist ja Reflexion. Ja?
Weil in dem Moment selbst, wenn der Streit schon am Lodern ist, da ist es natürlich, also wenn du einen Tipp hast, wenn du sagst, das ist die Methode oder ich habe da eine Idee, so und das hilft mir immer, wenn ich streite, immer her damit, freue ich mich und kannst dir gerne in den Kommentaren schreiben. So, das war's von mir. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich hoffe, ich konnte dir eine gute Einführung geben und dass dir die Tipps vielleicht etwas helfen. Und wie gesagt, wenn du noch Ideen hast, was dir hilft zu reflektieren, welche Methoden oder Übungen, immer her damit. Freue ich mich und bestimmt auch andere Menschen, die sich das durchlesen und da vielleicht noch ein bisschen Unterstützung brauchen. Und habe jetzt erstmal einen schönen Tag. Abonniere den Kanal, lass ein Like hier und bis ganz bald. Ciao, deine Anne.